wir sind auf dem Weg nach Paris, sitzen hier im TGV, ganz entspannt, der fährt durch, haben ein bisschen Frühstück, wir haben hier Brioche, Cappuccino, gönnen uns jetzt und ja, nehmen euch wieder auf die ganze Reise mit. Ihr werdet Einblicke exklusiv in euer Leben bekommen oder halt auf die Pariser Fashion Week. Wir sehen uns gleich. Und der Zug steht. Die Stadt der Liebe, die wild ist während der Fashion Week. Alle Party machen wollen, connecten wollen, den Lifestyle hier leben in Paris. Hallo Vlog! Ja, ist gut, wenn man sein Auto pflegt, Mann. Er ist mega schön, schau mal. Ja, hier von Fashion Week. Yeah, yeah, Fashion Week. Yeah. It's very unique. Very colorful. Very colorful, very special. Thank you so much. If you don't want to swim, go there because it's very amazing. Yeah. Mm. Eine schnelle Roomtour. Bin safe. Ganz wichtig, die Snacks. Teddybär, den musst du, glaube ich, kaufen. Die Yara Jackets drin, so wie es gehört. Dann das Highlight des Raumes. Wunderschöner Teppich, der über dem Bett hängt. Sehr unique, habe ich so noch nie gesehen. Hier die View nach draußen. Hier haben wir noch das Klo. Muss man auch. Und ja, hier auch sehr nice Dusche. Die fließen auch. Ja, ist ein Vibe hier. Ja, wir gehen jetzt in den Spa und in den Pool ein bisschen chillen, ein bisschen schwimmen. Schaffen wir immer nicht, wenn wir Pop-Ups haben oder sonst was. Heute ist noch nicht Fashion Week, geht das morgen los. Einfach zum Abchillen, früh ins Bett. Morgen dann fit sein. Und dann Pull-Up machen. Bademäntel. Das ist handpainted. Die Wände sind alle per Hand gemalt. Und da hinten ist ein Whirlpool, oder? Was willst du machen? Backflip, oder? Ja, safe. Hyped. Yo! Ich dasselbe, ich kann den Scheiß nicht. War geil. Sehr, sehr nicer Pool. Wir müssen was snacken, Bro. Ich bin so im Arsch. Boah, fuck. Mhm. 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 Yeah, ask maybe for some snacks. Snacks? Oh, we already eat them. Yeah. Okay, so I can refill it. We're hungry. Oh, thank you so much. Thank you. Sehr, sehr wild. Tragen Musikvideo, Yara, Bro. Ja, aber es weiß ja keiner. Niemand weiß es, nicht mal du wusstest es. Ich wusste das bis jetzt nicht. Nur ich wusste es. Bro, ich check's nicht. Warte. Die kennen die auch nicht, Bro. Yeah. Okay. Das ist einfach die Genosis. Und warte, kommt gleich nochmal. Ja. Unsere Weste. 46 Millionen Views. Bro, am Ende juckt's doch niemand. Also, keine Ahnung, ich juck's jetzt auch nicht. Irgendwie geil, weil dass du mir das so random jetzt erzählst. Hier so in Paris. Oder? Ja, so nach 7 Monaten oder so. Ja, wieso sagst du mir das nach 7 Monaten? Paris, Croissant, was sonst? Netflix. Saugeil, das muss man eigentlich mit Croissant essen. Das ist der Shit. Ja, die Bilder sind crazy, Bro. Nick the Goat. We arrived yesterday. 14 hours flight is. 14. Yeah. It's a new jacket. Okay. Maybe like try on this with like this jacket. Yeah, for sure. Yeah. Okay. Like this, yeah. You can. Yeah. Then you have more like this. Cool shape, yeah. Thank you so much, bro. Thank you. So, wir sind hier mit Taka, sehr guter Freund von Michael, also schau mal, Michael, unser Fotograf, ihr kennt ihn alle, auch bei Yara. Taka hat den neuen Fit an, also ein Full Yara, er geht zur Louis Show. Die neue Nemo Pants, die Nemo Puffer und das Decaded Long Sleeve. Ich finde das Layering auch super nice. I like the layering, that this is longer than this, makes a really nice shape. Yeah, really Thank nice. Thank you so much. Thank you. It's good to see you, Leon. You know, some people in Germany really like the Japanese style and admire the Japanese brands like Kam or Yoji and or Undercover. Undercover, right? Yeah. Your daughter is coming too. I think they're both very similar because both countries have a good eye for design, but Germany the focus is not on clothes and fashion,
more on car and interior. Really like tourist design, like chairs and stuff. Or the Bauhaus, that's really nice from Germany. When you come to Munich, we do a pull-up, we do go clubbing. Thank you so much. Thank you so much, Joe. Also, wenn wir jetzt eh in der Nähe sind, gehen wir kurz zu Chrome. Und Balenciaga ist da auch, sonst ist da glaube ich nichts Geiles. Den Stores abchecken, wenn man schon hier ist. Nice, hier stand ich schon mal, hab einmal mit Kelly so getailt. Da hatte ich die erste Sample-Hose an. Dagger. Nicht mal mehr den Fuck You-Ring gibt's einfach. Auch sold out, hä? Bro, this is so crazy. Der weiße Colorway ist auch. Oh, können mich jetzt nicht entscheiden. Die zwei besten Colorways für sure. Schreibt mal in die Comments, welchen ihr geiler findet. These are crazy. Nick einfach in den Schuhen, dass ich das erlebe. It looks really nice because it really looks like vintage or destroyed. Bei den meisten sieht es doch immer so fake aus. Ja, krass. Yo. How long do you stay? Because we have to go back to the hotel and get the gloves. Staying there till like 7:30 before I go to the LB show. Okay, nice. We're coming. See you, bro. Right. See you. Bro. Wir warten jetzt auf Bloody. Bringen ihm ein paar Yara Pieces und ja. Wir sind hier im Bristol Hotel. Wunderschönes Hotel. Wir wollen auch auf die Louis Show. One day. Erste Pharrell Show wäre das. Was geht da? Chinese Candies. Wir sind immer noch in Paris. Heute ist Showtag. Wir gehen zur Walter van Berendonck Show. Ich bin sehr gespannt und bis gleich. Vape Store in Marais, beste Gegend. Yara goes spiral. Wir sind hier vor der Walter Show, stehen schön im Regen und warten, bis die Türen sich öffnen. Ja, hier sind auf jeden Fall krasse Walter Heads am Start. Ja, sehr interessantes Publikum auf jeden Fall. Wir müssen da lang oder da lang? Ich denke, wir sind hier richtig. Erste Walter-Show hier mit Nick. So geil, ich wollte eh schon immer auf eine Walter-Show. Oh, geil. Wilde Fitze. Ja. Wilde Fitze. Danke, Mann. Das ist mal Pop-Up bei Sumpf, oder? Genau, bei Sumpf. Ja, ja, ja. Safe. Ja, sag ich mal, innovativ und ja, sowas sieht man nicht sonst wo außer bei Walter. Silhouette on point, klar, auch irgendwo sehr untragbar im Alltag, aber es ist halt mehr Kunst als eine Art, das Kunst auszudrücken, als das jetzt wirklich im Alltag tragbare Kleidung ist. Saugeil, halt so auf dem Runway das so zu sehen. Was die Walter-Jacke, wo ihr nicht zwei Wochen wird, hat sogar eingebaute Lüftung.
In der Kollektion gab es ein Hemd, das weitere Ärmel hat und das hat er rausgepult. Das war für einen yes, ganzen Textur ist auch verrückt. Genau, geistesfremd. Ja, okay, das war die Walter-Show. Die war mega nice. Ich war noch nie auf so einer artistischen Show und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick sehen. Und schauen wir mal, was noch abgeht und gehen wir zur nächsten Show. Let's go. Es ist zu goofy, Bro. Mahlzeit. Wir sind jetzt hier im Hotel Kost. Das ist der Hotspot während der Fashion Week. Kommt jeder aus so vor den Partys. Zum Connecten, zum Essen, zum Lunchen. Normal kriegst du halt hier gar nichts. Wir treffen jetzt eine gute Freundin von mir, die halt hier im Hotel übernachtet. Und sogar jetzt so zu Frühstückszeit haben wir uns gefragt, hey, seid ihr Hotelgäste? Oder sonst würdest du hier nichts während der Fashion kriegen. Und ja, hier sind auch, keine Ahnung, immer alle. Jetzt glaube ich Cardi und Heat und alle. Und ja, auf jeden Fall der Place to be. Low-key ein bisschen overhyped, aber es ist halt der Vibe. Muss man so sagen. The gloves are crazy. Also, wir haben kein Mikro, haben wir verplant. Aber wir gehen jetzt zu Gizmo Showroom. Erster Showroom, in den wir gehen. Und hoffentlich folgen noch mehrere. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Giz. Seine neue Season, er zeigt er jetzt schon hier, also immer eigentlich zur Paris Men's Fashion Week und da ist ich ultra Bock, die neuen Pieces von Giz auszuchecken. Let's go! Glück gehabt, Tür offen. Nice to meet you. Hey guys, we'll be back on Leo's channel. I always watch it. I don't understand it. It's just about the vibes, feeling the vibes, seeing his 20,000 euros pickups. I like how he's creating energy in the younger crowd over there with Yara. So it's always good to connect again. So thank you for coming here. People see your camera well, of course. They're very hyped. We have the first preview here. It's about like two sides of garments that I have kind of a struggle debating on, meaning what is good quality and what is a good garment. Is it like something you play with the best materials, the best whatever, is that a good garment, or is something more artisanal, ripped, repaired, is that a better garment? And we don't know, and I like both of them, so it's like for this collection I'm gonna show two sides of the clothings. So like this one is all repaired, but then this one's like very, you know, the same materials, but then mixtured with, you know, lambskin. Oh, wow, very luxurious. But then it's cohesive in these little parts of you know, the same texture of this. And also here on the back. The mint colorway. Oh, beautiful. The favorite one from Sanj, right? He told me. Yeah, he loved this one. Elegant version. It's a mixture of a 50% wool and the other 50 is like mulberry silk. So you can see the lines of here matches exactly with this. Garment dyed bags. Very uneven dye. You can see all the bits of bits. So soft. Touch it. Oh wow, yeah. So soft. Crazy. Da kratzt gar nichts. Yeah. So nice. So good. So nice. It's wow. Italian nylons. They're the best. Yeah, they're crazy. Sea Bomber, this is a mixture of a nylon and suede. That's kind of like all connected into one sleeve. I know in Germany you guys all wear all black, so here's the all black. The all black fits. All black is quite popular. Yeah, all black is quite popular. The colors will return this year. Oh, really? I think so. Yeah. If you're lazy and you just want to go out. They look the coolest. So. Yeah. They like the recent bag that I made, the Gilza bag, because it's all black and everything. A lot of German people bought it, so. I think a lot of For those who know, like, you know who you're talking about right now. Arigato gozaimasu. Let's try some pieces on. Yeah, sure. Yeah, like more? Yeah. See, it rises up. Like more of that muscle. But again, no, again. Yeah. This is hard. I think I'm Count Dooku. The Sith Lord. Yo, this is the fit. Yeah, that's the fit. Yeah. Yeah. Is a hit. Yeah, the red point. The red bar tacks here. Check the ganze collection. They will see it all on Instagram, right?
Yeah, every photo is almost everything is uploaded there. Nice. Also wir haben gerade die ganze Kollektion von Gis gesehen. Sehr, sehr krass. Die Fabrics sind wirklich top notch. Check my bro, Gis. Yeah, yeah, in my blazer and in pants. It looks really nice. Let's pick up all those clothes. It's cozy. Like the propeller, it's unique. Sample, ich hab kein Geld, aber ich kaufe die glaube ich trotzdem. Krass, stimmt, das ist genau die Hose, die kam nie raus. Hat er das her, Alter? Die kam nie raus. Die war doch mit diesem irgendeinem Comic, die wurde gecancelt. Das kam doch auch nie raus. Oder ist es fake und der verarscht uns einfach? Aber das wäre voll genius. Und das sind halt so Samples, das könnte man so voll glauben. Ich bin der ganzen Sache skeptisch. Ich habe kurz mit Jules telefoniert, deswegen war ich jetzt nicht up to date. Ich bin jetzt da reingekommen, die ganzen Boys, alle waren da. Einmal packt der Guy irgendwelche Louis-Samples raus, die im Leben nicht rauskamen. Eine Hose, die Bloody mal anhatte mit diesem Shirling. Jetzt halt jetzt die Frage, ist es echt oder nicht? Schreibt es mal in die Comments. Oh, amazing. Much love an alle Kommentierenden.